Wir sind zusammengekommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich aus der weihnachtlich geschmückten, festlichen Bergstädter Kirche. Ich begrüße Sie und euch zum Heiligen Abend. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, haben wir eben gehört. Und wir sind eingeladen, auch unsererseits unsere Herzen zu öffnen. Unsere Herzen zu öffnen, dass Gott selbst einziehen kann bei uns mit seiner frohen Botschaft, die uns die Kinder der Kinderkantorei gleich im Weihnachtssingspiel zeigen werden. Es kommt mir vor, wie an einem trüben Tag, wenn die ersten Sonnenstrahlen doch hindurchbrechen und wir sofort das Gefühl haben, jetzt müssten wir Fenster und Türen öffnen, um sie in uns hineinzunehmen. Weihnachten ist das Fest, wo wir uns überraschen lassen. Denn Weihnachten ist einfach anders. Anders, als wir es erwarten, und das war es damals schon so. Statt eines Königs, den die Menschen erwarten, kommt ein kleines Kind. Statt einem Palast, wo ein König geboren wird, wird er im Stall geboren. Statt Stärke zu zeigen, wird er Liebe üben. Und statt dass da jemand kommt, der siegreich ist, wird er Frieden verkünden. Also Weihnachten oftmals auch das Fest der Enttäuschung. Und wir alle haben vielleicht Erinnerungen auch an Weihnachtsfeste, wo wir enttäuscht waren. Vielleicht als Kinder, weil wir nicht das bekommen hatten, was wir uns doch eigentlich so sehnsüchtig gewünscht hatten, oder es etwas anderes war. Manchmal entdeckt man das erst im Nachhinein, dass das, was einem geschenkt wurde, unter Umständen etwas ist, was viel besser zu uns passt und worüber wir uns viel mehr freuen können. So handelt auch Gott öfter an uns. Lassen wir uns also auch dieses Jahr zu Weihnachten überraschen. Gottes Botschaft heißt: Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Auch in den schwersten Krisen kommt Gott zu uns. Wir können unsere Herzen dafür öffnen. Gott zieht bei uns ein, gerade in dem Moment, wenn es Weihnachten wird. Lassen Sie das nun auf uns wirken, wenn wir das Weihnachtsspiel der Kinderkantorei hören und sehen. Licht ist aufgegangen, hell zu machen, was in Finsternis verborgen liegt. Ein Stern aus Jakob leuchtet in die Welt, zu künden von der Liebe Gottes, die zu uns Menschen gekommen ist, in einem Kind. Macht euch bereit, dieses Licht in eure Herzen aufzunehmen. Macht euch auf den Weg, euren Heiland zu begrüßen. Lasst zurück, was euch beschwert. Ein Licht ist aufgegangen, auch für euch. Thank you.
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Gebot des Kaisers Augustus. Das ganze Land muss gezählt werden. Ein jeder geht dazu in die Stadt, in der er geboren ist, mit seiner ganzen Familie. Dort trägt er sich ein in die Steuerlisten. Jeder muss dieses Gebot erfüllen, damit dieses Land geordnet regiert werden kann. So das Gebot des Kaisers Augustus. Maria, hast du gehört, was der Herold des Kaisers Augustus gesagt hat? Es soll wieder eine Steuerschätzung geben. Und jeder muss dazu in seine Heimatstadt wandern. Das heißt, wir müssen nach Bethlehem. Das wird eine lange Reise. Ja, Josef, das wird schwer für uns, jetzt so kurz vor der Geburt. Sie nennen es Ordnung und meinen auch nur Geld. Sie wissen ja gar nicht, was sie uns zumuten, wenn dadurch wenigstens etwas mehr Wärme und Menschlichkeit in dieses Land käme, wäre ich sofort bereit, mich auf die Reise zu machen. Ich vertraue darauf, dass Gott uns auch diesmal begleitet. Sieh, ich werde den Heiland zur Welt bringen. Gott ist mit diesem Kind und er ist mit uns. Lass uns gehen. Ja, lass uns nach Bethlehem gehen. Von Bethlehem sehen. Wir haben es gleich geschafft. Das ist gut. Der Weg war zu anstrengend für mich. Ich kann nicht mehr. Lass uns in ein Gasthaus gehen. Da freue ich mich auf ein Bett. Ich muss mich erholen. Ja, ich werde hier mal fragen, ob sie ein Zimmer für uns haben. Seid gegrüßt. Wir sind lange gewandert und kommen aus Nazareth. Habt ihr wohl ein Zimmer für uns für die Nacht? Tut mir leid, mein Haus ist restlos überfüllt. Ich kann euch nicht aufnehmen. Aber seht, meine Frau ist schwanger. Und es wird nicht mal lange dauern. Dann bekommt sie ihr Kind. Habt doch Erbarmen mit ihr. Nur ein ganz kleines Eckchen würde uns genügen. Nein, seht zu, dass ihr woanders etwas was findet. Das wird schwierig. Bethlehem ist total überfüllt. Aber Josef, es muss doch nichts Besonderes sein. Nur ein Dach über dem Kopf und etwas zum Ausruhen. Das genügt. Lasst es uns hier nochmal versuchen. Hier klopft an, nur zwei gar arme Leute. Was wollt ihr denn? Oh, gebt uns Herbergreut. Oh, durch Gottes lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten. Oh nein, nein, nein. Nein, da geht nur fort, hier kommt
nicht rein. Wer vor der Tür ein Wein mit ihrem Mann, was wollt ihr denn? Hört unser Bitten an. Lasset euch bei euch uns wohnen, Gott wird euch schon alles lohnen. Was zahlt ihr mir? Kein Geld besitzen wir. Dann geht von hier. Packt euch, geht woanders hin. Das kleine Tier, vor Kälte starren wir. Wer kann dafür? Oh, gebt uns doch Quartier. Überall sind wir verstoßen. Jedes Tor ist uns verschlossen. So bleibt halb draus. Oh, öffnet uns das Haus. Da wird nichts raus. Zeigt uns ein anderes Haus. Dann geht hin zur nächsten Tür. Ich hab nicht Platz, geht nur von hier. Er geht nur vor. Wo Freund, wohin, wo aus? Zum Fischstall dort geht Josef nur hinaus. Oh, mein Kind, nach Gottes Willen musst du schon die Armut fühlen. Jetzt packt euch vor. So ist es gut. Ich bin bereit. So soll geschehen, was Gott verheißen hat. Auch wenn es hier armselig ist und kalt. Ich bin bereit für das, was Gott mir schenkt. Er wird hell machen, was im Dunkeln liegt. Er wird Frieden schenken, wo Streit herrscht. Und er wird Liebe und Wärme verbreiten, wo alles trostlos erscheint. Du in dieser Nacht das Licht der Welt zu uns gebracht. Wir danken dir für dieses Kind, in dem das Heil für uns beginnt. Die Dunkelheit hast du erhellt, wir können hoffen, Trost der Welt. Thank you.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Oh, was ist das? Was für ein helles Licht blendet da? So etwas habe ich noch nie gesehen. Hey, Hannes, Knut, steht auf. Seht, was für ein Zeichen am Himmel ist. Was ist? Ist es schon wieder morgen? Es ist ja taghell. Ich kann es nicht glauben. Das ist ja unvorstellbar. Spürt ihr es? Es ist nicht mehr so kalt wie vorher und die Dunkelheit ist vorbei. Ob das ein Zeichen Gottes ist, dass er unser Leben hell machen will, wenn es bei uns finster ist? Ein Zeichen, dass Liebe und Wärme in diese Welt kommen? Oh, das wäre schön. Dann müssten wir uns nicht mehr Sorgen machen, ob es reicht für den Tag. Dann müssten wir nicht das Gefühl haben, die anderen wollen mit uns nichts zu tun haben. Nur weil wir Hirten sind. Wenn das ein Zeichen Gottes ist, das wäre schön. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Lasst uns sehen, lasst uns hören, was das zu bedeuten hat. Und der Engel sprach zu ihnen. Fürchtet euch nicht, Gott schickt euch seine Engelein. Fürchtet euch nicht, was ich euch sage, soll alle freuen. Denn euch ist heute der Heiland geboren, ein Hirte wie ihr doch für alle Welt. Denn euch ist heute der Heiland geboren, von dem die Propheten lang schon erzählen. Geht in den Stall. Ich kann es immer noch nicht glauben. War es gerade ein Engel, der zu uns gesprochen hat? Und was hat er gesagt? Dass der Heiland geboren sein soll, in der Stadt Davids, das heißt hier in Bethlehem, hier bei uns. Dann sind wir die Ersten, die das erfahren, ausgerechnet wir. Doch seht, es ist noch nicht vorbei, das Licht wird heller und heller. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Wir bekommen Besuch. Hirten aus der Gegend kommen von ihrem Feld. Kommt nur herein und seid willkommen. Wir sind nur ganz einfache Leute, Hirten hier von den Feldern vor der Stadt. Aber Gottes Engel hat uns die frohe Botschaft gebracht. Seht dieses Wunder, der Heiland Gottes, ein kleines Kind. Wir können dir keine großen Geschenke machen. Wir haben selbst nicht viel. Aber das sollst du haben, eine Decke, die dich wärmen kann. Und eine Flasche mit Milch. Und ein kleines Schäflein zum Spielen. Als Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Thank you.
Licht aus Hölle Licht. Drum haben wir auch euch gefragt, wisst ihr von irgendwelchen Dingen, die uns vielleicht weiterbringen? Oder ob ihr sogar wisst, wo das Kind geboren ist? Der Stern, der Stern. Den habe ich noch nie zuvor gesehen. Zeigt er uns etwas Besonderes an? Was meint ihr? Versteht ihr das? Es scheint so, als ob Saturn und Jupiter zusammenstehen. Eine seltene Konstellation. Was kann das nur bedeuten? Ist nicht der eine Stern der Königsstern und der andere steht für Palästina? Heißt das, ein neuer König ist in Israel geboren? Kommt, lasst uns sehen, wohin der Stern uns führt. Seht, hier über dem Stall bleibt der Stern stehen. Wir sind am Ziel. Das kann doch nicht sein. Hast du nicht selbst gesagt, ein neuer König ist in Israel geboren? Der wird doch nicht in einem Stall, sondern in einem Palast geboren. Nein, hier sind wir verkehrt. Lasst uns weiterziehen. Aber seht, der Stern zeigt es uns ganz deutlich an. Kann es nicht sein, dass dieser neue König anders ist, als wir es von Königen kennen? Du meinst, einer, der nicht in einem Schloss wohnt, sondern arm ist, wie diese Hirten da? Ja, einer, der mit Liebe regiert und nicht mit Gewalt. Einer, dem Menschlichkeit wichtiger ist als das Geld. Einer, dem Gerechtigkeit wichtiger ist als Macht. Das muss ein toller Herrscher sein. Lasst uns hineingehen und sehen. Du liebes Kind, du bist ein König, man sieht es kaum. Zu dir knien wir nieder und bringen dir unsere Geschenke. So tragt das Licht in eure Zeit, nehmt den Glanz, der von diesem Kind ausgeht. Tragt ihn in euren Gesichtern, in euren Worten, in euren Herzen. Singt von dem Heiland, der geboren für alle Welt und auch für dich.